Hey Internet, let's go! Herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Assassin's Creed aus dem Jahre 2007 von Ubisoft Montreal, hergestellt und herausgegeben von Ubisoft in Zentrale in Paris, France. Und das Intro brauchen wir jetzt gerade nicht, habe ich erst in den letzten Folgen nochmal gezeigt irgendwann. Ist aber schön. Da oben müsste er stehen, an dem Glockenturm, an der Glocke. Da ist er. Alter je. Okay, wir machen direkt weiter lieber. Und wo bin ich stehen geblieben? Ich habe mein drittes Attentat erfolgreich erledigt. Das war... Oh, wie hieß der Mann nochmal? Talal? Ein Sklavenhändler im Reichendistrikt von Jerusalem. Das kann ich gleich nachgucken, glaube ich. Und wir sind jetzt schon im vierten Memory Block. Ja, hier steht es ja auch immer drunter. Das war Talal in Jerusalem. Wir haben den ersten Memory Block, das war Solomons Tempel. Und da sind uns die Templer zuvor gekommen. Das war praktisch das Intro von dem Spiel. Und wir haben da ein wichtiges Artefakt scheinbar verloren an die. Und hier haben wir den Memory Block 2 gemacht. Erstmal gab es einen Verräter in Masya für der Festung des Assassinen-Clans selbst. Und dann wurden wir das erste Mal ausgeschickt nach Damaskus, um einen Schwarzmarkthändler und Waffenhändler zu eliminieren. Tamir hieß er. Dann der dritte Memory Block war schon Garnier in der Blues, ein Typ, der Menschenexperimente durchgeführt hat in Acre und Akon also. Und der gehörte zu den Kreuzfahrer-Nationen. Und dann sind wir direkt weitergegangen zu Talal in Jerusalem. Und im letzten Part habt ihr noch gesehen, was ich als Belohnung bekommen habe. Ich bin, nachdem ich Talal auch noch erledigt habe in Jerusalem, bin ich zurück zu Al-Mualim, dem Obersten der Assassinen-Clans, dem Chef des Assassinen-Clans, dem Großmeister. Und dann erhält man immer so eine Art Belohnung, man steigt immer wieder auf in Ränge und bekommt neue Fähigkeiten und neue Waffen dazu. Und mir ist jetzt klar geworden, ich habe eins verstanden, das ist natürlich dieses Counter-Grab. Also man kann Gegner grabben und dann nach links oder rechts wegstoßen einfach. Dann liegen die erstmal am Boden, man kann die leicht erledigen. Das können Gegner aber auch mit einem machen. Und natürlich steigen jetzt die Schwierigkeitsgrade auch der Gegner, desto weiter man im Spiel fortschreitet. Das heißt, die Gegner grabben einen auch. Was man jetzt allerdings machen kann, ist, wenn jemand einen grabt, dann kann man einen Counter-Grab machen. Den habe ich jetzt erlernt, nachdem ich nach dem dritten und dem Abschluss des Memory Block 3 und dem dritten Attentat zurück zu Al-Mualim gegangen bin. Und es gab noch was ich gelernt habe, was ich aber gar nicht gerafft habe. Und zwar hieß das Catch Ledge. Und das ist mir jetzt in einem der letzten Parts passiert, auch in Jerusalem, glaube ich. Oder ich glaube, das war auf der Reise nach Jerusalem in Kingdom. Ein Part, den ich euch auch mal gezeigt habe, wie das in dem Kingdom aussieht, wo aber jetzt eigentlich nicht so viel spannende Action abgeht. Und dann war das, dass ich kann jetzt Catch Ledge. Ein Ledge ist eine Art Vorsprung, also ein Mauervorsprung. Und bisher ist es mir passiert, wenn ich irgendwo hochgeklettert bin, ich bin aber während des Kletterns entdeckt worden und Leute haben Steine nach mir geworfen oder mit Bögen, also da war ein Bogenschütze und der hat mit seinem Bogen mit Pfeilen auf mich geschossen. Dann, wenn ich getroffen worden bin, bin ich automatisch mal runtergefallen. Jetzt sollte es eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, was ich für eine neue Eigenschaft gewonnen habe, das könnt ihr im letzten Part nochmal nachgucken. Catch Ledge bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo runterfalle, weil ich wieder von einem Projektil getroffen werde, dann kann ich mich trotzdem wieder festhalten und ich muss nicht nach ganz unten fallen, was hin und wieder meinen Tod bedeutete, wenn der Fall einfach zu tief war. Egal. Genug gelabert. Wir machen weiter mit Memory Block 4. Es gibt drei neue Ziele, die Al-Mualim mir aufgegeben hat. Oh, das ist ein bisschen heftig, die Bewegung. So. Abul Nukut in Damaskus. Holen wir uns den. When you are exposed, use sharp turns or climb over buildings to break your pursuer's line of sight. Alles klar, das ist jetzt hier das gerade erledigt. Und Al-Mualim hat mit mir geredet, hat mir die neuen Missionen aufgegeben. Und ich muss jetzt einfach mal gucken, dass ich jetzt... Ja, machen wir die Kingdom-Reise hier noch durch. Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. Okay, das ist jetzt, glaube ich, leider eine kleine Doppelung zum letzten Part.
Und den Grab Break habe ich euch schon gezeigt im letzten Part. Deswegen werde ich jetzt hier einfach rausgehen. You must be busy. I understand. Yes, I'm busy. Und wir werden einfach schnell gleich weiterlaufen. Exit Tutorial? Yes. You must be busy. I understand. I am. Und machen wir uns direkt auf den Weg nach Damaskus. Ich will wieder Damaskus zuerst machen, dann kommt... Oh, cool. Ich kann also direkt schnell reisen dahin und muss nicht das Kingdom. Ja, das machen wir doch. Ich will nach Damaskus, bitte. Oh, in den Außenbezirk oder ins Büro? Das ist aber schön, dann muss ich das erst nicht echt zeigen und auch nicht durchs Kingdom reisen. Ja, nett, Entwickler, dass ihr das gemacht habt und dass es auch irgendwann kommt. Das ist auch toll, dass man das am Anfang einfach mal durchmachen muss. Pluspunkt fürs Spiel. Wir reisen erst nochmal in die Außenbezirke, nicht direkt zum Büro. Und erkunden uns das wieder selbst und gehen einfach da rein. Ich war schon lange nicht mehr vor den Toren von Damaskus. Preparation is crucial to your success. Clear the area of archers and guards before confronting your assassination target. Alles klar. Da wäre das Kingdom hinter mir. So sieht's aus, wenn man nach Damaskus reitet. Es kommt schon, Junge. Ich will jetzt hier nicht versagen, bitte. Nein. Oh Mann, der macht's mir aber echt schwer. Tut mir leid gerade. Jetzt sind wir in die richtige Richtung. Okay, schön. Wieder zurück in Damaskus. I'm sorry. I didn't mean to harm anyone. Ich wollte nur mein Pferd vernünftig parken, aber das will nicht so ganz, wie ich will. Aber auf jeden Fall hat es jetzt eine Menge Heu. Und die brauche ich, glaube ich, um da reinzukommen. Nehmen wir die uns direkt mal mit. Das Tor wird natürlich wieder streng bewacht werden und die werden mich als Assassinen nicht einfach so da reinlassen, glaube ich. Okay, und das nächste Ziel. Ich bin schon ein bisschen gespannt und habe wieder ein bisschen Vorfreude. Was ich als nächstes auch noch machen möchte, das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe das HUD schon zum Teil weggeschaltet. Und ich habe das... No, thanks. Okay, riesige Tore. Kann ich jetzt schon hier raus? Den Blenden... Exiten? Machen wir's mal. Hat doch gut geklappt. Und da sind wir wieder zurück in Damaskus. Und diesmal müssen wir sogar einen anderen Bezirk, glaube ich, oder? Jawohl, das sieht gut aus. Ich werde jetzt durch einen Bezirk anderen Bezirk gehen können, die Bezirksgrenze überwinden. Und ich erkenne das hier, glaube ich, schon, da das jetzt hier schon aufgedeckt ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich muss. Im Übrigen, Jerusalem hatte, glaube ich, doch nur, wenn ich mich richtig erinnere, waren das nicht irgendwas gerade mal mit 25.000 Einwohnern? Das heißt, Damaskus ist viel größer als Jerusalem? Okay. Vielleicht liegt es ja auch nur an den ganzen Wirren des Krieges, dass da leider so viele Menschen gestorben sind. Wo sehe ich hier gerade, wo Abul Nugut in Damaskus ist? Ah, ich weiß wo. Und zwar, wenn ich jetzt noch eins weiterklicke, dann steht da die Viewpoints. Und die Viewpoints werden mir verraten, in welchem District das ist. 0% of Viewpoints scaled within the rich district of Damaskus. Alles klar, super, danke. Und es gibt also 10 Stück hier, diesmal Viewpoints im reichen District. Und ich muss 10 Citizens retten im reichen District. Okay, dann mal gucken. Eigentlich gibt es ja jetzt sogar in jedem Distrikt ein Assassinenbüro, nehme ich an. Oder aber es gibt nur eins und hier ist kein neues. Das werde ich aber gleich rausfinden. Der Rich District ist der hier. Also einfach mal... Ah, oh, das ist ja schön. Dem Fluss hier folgen. Der war hier. Das ist so schön.
You won't find battle crashes anywhere. Okay, guckt euch mal die Straßen an, überall so ein paar Latten am Boden, die Häuser alle baufällig mit Rissen drin und sowas. Die Leute alle in zerrissenen Klamotten. Oh, ein Templar, den muss ich mir noch holen. Irgendwelche Soldaten gerade hier? Nein? Okay, das ging relativ fix und gut, oder? Alright, where are you? Und ich bin schon an der Grenze zum Rich District. Es gibt... No, ich sehe erstmal nur einen einzigen Viewpoint da unten. Wir überqueren trotzdem hier die Grenze zum Rich District und gehen dann einfach der Mauer entlang. Hier kann ich gar nicht lang. Aber ich glaube, es gab eine Möglichkeit, hier hinten lang zu gehen. Yes, come, come. Let me show you everything I have. Nein, 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 bitte nicht. Ich mache jetzt kein Schundtier. Nein, 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 nein. Oh Mann, du bist manchmal so schwer, Alter, hier. Aber hier geht's doch wohl hoch. Okay, mal gucken, ob ich mich also den Rich District mal über die Mauer annähern kann. Und jetzt erwarte ich, dass die Häuser, die sehen auch schon alle ein bisschen anders aus. Die sind schöner, etwas mehr von außen verziert, geschmückt. Wow. Sogar mit richtigen schönen kleinen Dachterrassen. Und direkt mal eine Flagge hier entdeckt. Und ich höre auch schon wieder, dass da unten ein armer Mensch ist, der Hilfe braucht. Geil, mit diesen richtigen original orientalischen Dach oder Sichtschutz. Und hier gibt es Besoffene scheinbar. Und das ist ein Verrückter wieder. What have I done wrong? Tell me, please. Okay, alles klar. Dann machen wir einfach gleich mal das, wo wir schon mal hier sind. Und der sieht gut aus, der Rich District, muss ich sagen. Gefällt mir besser als sogar Jerusalem. Won't anyone help me? Okay, noch irgendwelche Soldaten gerade in der Nähe? Ah, da steht natürlich einer. Und die werden auch kommen, fürchte ich. Ich schäme das. Oh, verdammt, das sind wieder mehr geworden. Okay, kein Problem. Okay, wird vielleicht noch was schwerer als ich dachte. Hast du deinen Arm verloren oder was? Okay, unser erstes kleines Ziel. Jawohl, Winkfrau, ich komme zu dir. Thank you. Thank you. I'll find a way to repay this kindness, I swear it. Okay, das sind die beiden Wachen von der Brücke gewesen, die jetzt hier mit hingekommen sind. Where are you? I know you're here somewhere. Und die Leute sehen auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Und ja, ich wollte hier eigentlich der Mauer oder hier dieser Grenze folgen. Wie mache ich das denn? Also einfach jetzt mal hier links und dann
Ich könnte auch dem Fluss folgen. Nee, hier kann man nicht weiter. Die bauen hier bis zum Fluss hart dran. Hier rein? Ja, können wir machen. Und dann wieder links abbiegen. Und dann müssten wir auch zu dieser Grenze kommen. Wow, was ist das für ein Gebäude hier? Ja, lass doch mal einen Blick auf die Karte werfen. Das interessiert mich auch gerade brennend. Was ist denn hier? Hier, das ist ein Riesengebäude. Ich glaube, an der Kante bin ich auch gerade. Und das könnte auch das Gebäude sein, wo nachher ein Viewpoint oben drauf ist. Wird interessant, was das wohl sein soll. Oh, tut mir leid. Das ist immer der Rich District hier. Hier geht's runter zum Pur District. Please, sir, have any money? A few coins. All I ask is for a few coins. He better not cause any trouble. Jawohl, da oben muss ich, glaube ich, hin. Wie komme ich denn hier hoch, verdammt? Eigentlich müsste das schon richtig sein, hier hochzukommen. Now why is he doing that? Solange jetzt keine Wachen hier sind. Und hoffentlich auch keine Wachen auf der anderen Seite. Leave this place. Oh oh. Komm, jetzt kletter da hoch. Wow, was für ein Riesengebäude. Der Viewpoint ist aber auch genau hier, wo ich bin. Und ich glaube, hier war eine Wache drauf, wenn ich das richtig sehe. Nein, doch nicht. Wer hat mich denn da gesehen? Ach, der. Kann ich eigentlich mit dem Wurfmesser von hier oben den erreichen? Ne, der wirft nur gerade. Okay, dann holen wir uns unseren ersten Viewpoint im Bridge District von Damaskus. Ey, Damaskus gefällt mir, glaube ich, echt besser als Jerusalem. Ich habe immer gedacht, dass Jerusalem vielleicht so dann nachher als bekannteste, berühmteste Stadt hier auch am krassesten und am schönsten dargestellt wäre, aber der Rich District war jetzt gar nicht so toll von Jerusalem. Jerusalem ist schon ziemlich verbaut, ist aber auch vermutlich eine ältere, wichtigere Stadt gewesen. Und was die für also verschiedene Höhenlevel immer hatten, ein Gebäude neben dem anderen und dann immer nochmal zwei Stockwerke höher und sowas alles, war schon heftig. Egal. So, wie gut kenne ich mich denn hier aus inzwischen in Damaskus? Die Kamera kann ich wieder nicht richtig bewegen, jetzt geht's. Da hinten, das erkenne ich wieder, das ist der Zug. Das müsste dann in die Richtung gucken, also ungefähr 45 Grad nach links von meiner Blickrichtung. Jawohl, das hier ist der Zug und dann war das hier dieses vermutlich Verwaltungsgebäude. Das ist dann dieses Ding, da bin ich auch mal hochgeklettert. Da ist das Tor, wo ich am Anfang reingekommen bin. Hier muss der Fluss in der Mitte meines Bildschirms gerade entlang gehen. Dann bin ich hier lang, hier dann drüber geklettert und irgendwie hier rein. Wow, und das ist jetzt das Riesengebäude. Ist das eine Universität oder sowas? Ein Lehranstalt? Guckt euch das mal an. Und dieser Turm da, der ist noch viel krasser. Das ist der krasseste Turm vielleicht überhaupt. Das wird bestimmt auch nochmal ein Viewpoint für mich werden. Okay, wir gucken mal, was wir entdecken. Alles klar. Ich glaube, ich finde es richtig cool. Das wird richtig Spaß machen hier. Okay, das sind die 10 Viewpoints. Wir mussten erstmal einen Viewpoint da kleben, dann sehen wir also, jetzt checke ich das alle anderen Viewpoints noch. Ich glaube, es gab 10, meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus den einen, den ich habe. Und dann, hier kann man direkt wieder Citizen saven. Und ich bin echt gespannt. Aber es könnte nachher natürlich ein Teil des Assassinats werden, dass vielleicht die Person sich hier drin befindet. Sieht auf jeden Fall krass aus, oder? Okay, dann lass ich mal runter und dann lass uns mal hier lang klettern. Dann kann ich einen besseren Blick darauf werfen. Okay, sieht krass aus. Hier ist wieder ein Zug. Also jetzt ungefähr 90 Grad nach rechts von meiner Blickrichtung. Das hier, das muss wieder ein Zug sein. Der Zug des reichen Distrikts. Da ist nochmal ein krasses Gebäude. 90 Grad Blickrichtung ganz am Ende. Also hier irgendwo vielleicht. Da ist auf jeden Fall ein Turm, ein runder Turm nochmal mitten in der Stadt, am Zug gelegen. Ich frage mich gerade, ob der größte Turm, den ich ja gerade gesehen habe, der da scheinbar, ne, der ist sogar noch größer, aber das ist auch ein Riesenturm da vorne jetzt, ungefähr in der Mitte des Bildes, links von der goldenen Kuppel.
Gehört der noch zu diesem Gebäude oder ist es wieder ein neues Gebäude? Und da hinten, oh, da ist sogar eine richtige, nochmal eine kleine Festungsanlage innerhalb der Festungsmauern selbst. Wow. Alles klar. Und ich glaube, der Part ist lang genug. Mit diesem geilen Bild verabschiede ich mich dann. Und ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt auf die nächsten Parts. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Bye.